Herzlich willkommen zu Echo of Soul und damit auch herzlich willkommen quasi zum letzten Ausgepackt oder vorletzten Ausgepackt mit dem Gaming Clerks Intro. Nein, es ist das letzte, pardon. Denn am 1. Juli ist ja unser Relaunch. Dann gibt es dieses Intro so nicht mehr, sondern ein schönes neues. Plus, wie kann man denn sowas besser feiern als mit einer Produktplatzierung? Ja, wir haben es hier angekündigt und voilà, hier ist eine. Bevor ich euch Echo of Soul etwas zeige, drei Sachen vorweg. Erstens, ja, das ist eine Produktplatzierung und ja, wir bekommen Geld, dass wir euch Echo of Soul zeigen. Zweitens, nein, es gibt kein Wording. Wir dürfen über das Spiel sagen, was wir wollen. Und so darf ich zum Beispiel auch sagen, dass ich es relativ bescheuert finde, dass es hier bereits tausende von Goldverkäufer gibt, die ein, naja, über deren Werbeplattformen Gold verscherbeln wollen. Und damit wird man leider ziemlich genervt und das nervt. Ja, und drittens, es wird zu Echo of Soul auch noch ein Review geben. Das Review hat keine Verbindung zu dieser Produktplatzierung. Ich wollte zu Echo of Soul eher etwas machen und da kam uns das ganz gelegen, dass die guten Jungs von der Area Games da etwas Budget überhaben und euch wir das Ding dementsprechend auch vorstellen können und dafür sogar noch ein paar Cent bekommen. Für uns ist das auch ganz wichtig, wir haben es ja im News-Video schon gesagt, damit wir den ganzen Laden hier am Laufen halten können. Aber mehr dazu pünktlich zum Relaunch am 1. Juli. So, was ist Echo of Soul? Echo of Soul ist ein Fantasy-MMO, gepublished von der Area Games. Die haben es allerdings nicht entwickelt, die guten Jungs aus Berlin, sondern, ja, wie gesagt, die publishen es. Ist ein Fantasy-MMO, könnte man vielleicht schon sehen. Und für Fantasy-MMOs bin ich ja wohl immer perfekt zuständig, denn ich habe unglaublich viele Stunden in EverQuest 1, EverQuest 2, Lineage, Lineage 2 und so weiter verbracht seit den frühen MMO-Jahren bin ich dabei und ich bleibe auch dabei. Ich habe mir hier eine Waldläuferin kreiert. Es gibt, ich glaube, jetzt muss ich gerade lügen, ich glaube, 5 Klassen waren es. Über den schönen, netten Charaktereditor und die gute heißt Faye Ariana. Können wir ein bisschen rauszoomen, dann sieht man den Namen auch. Da seht ihr den Namen und ich spiele auf den Server Requiem. Und wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit mir spielen, denn wie gesagt, fürs Review werde ich noch sehr viel weiterspielen. Wie gesagt, ihr könnt mich einfach adden. Ich werde wohl auch noch eine kleine Gilde. Hund! Da war ein Hund. Auch noch eine Gilde machen und so weiter und so weiter. Aber ja, also wenn ihr Bock habt, mitzuspielen, könnt ihr machen. Ihr dürft auch mich adden und wir können gerne zusammen auf Abenteuerjagd gehen. Ein Link zum Anmelden findet ihr unten in der Beschreibung. Wäre cool, dass, wenn ihr Bock habt, Echo of Soul zu spielen, euch über diesen Link anmeldet, dann sieht ihr Area Games, dass ganz, ganz viele Leute auf diesen Link draufklicken und es sich auch total lohnt, für uns Geld auszugeben. Also, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so ist die ganze Nummer halt. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch darüber anmeldet, ist das super, super cool. So, was wollte ich gerade sagen? Ja, ich werde euch das Spiel jetzt so ein bisschen vorstellen. Wir werden questen bis Level 10, denn dann können wir euch, kann ich mich spezialisieren. Währenddessen werde ich euch etwas erklären. Ich bin schon Level 8, also ich habe ein bisschen vorgespielt, damit ich euch auch etwas zeigen kann und nicht einfach nur das blöde Tutorial zeige. Also nicht blöde Tutorial, das Tutorial ist gut gemacht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, und was wir jetzt machen müssen, ist in diesen wunderschönen Wald reingehen. Während ich euch etwas über das Spiel erzählen werde, werde ich euch hinten raus auch ein bisschen was über Thema Produktplatzierung sagen und bla bla bla. Aber ich nehme euch erstmal mit auf diese wunderbare Reise. So, hier ist unsere Quest. Annehmen. Questtexte lese ich nicht. Habe ich nie gelesen, werde ich weiterhin nicht lesen. Die Quests, die ich annehme, sind hier rechts markiert, beziehungsweise meine markierten Quests. Und das links daneben ist ein Kompass. Der zeigt mir halt an, wohin ich auch muss. Was ganz cool ist an Echo of Soul, erstens, das läuft ganz gut. Also bei mir sind es gerade konstante 60 Bilder. Ja, ja, ich weiß, das Video läuft nur mit 30 Bildern. Bla, was soll's. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass hier über die Option die Hilfen in der Welt von Echo of Soul, die komplett vertont sind und auch gut gemacht sind. Also es gibt ein leichtes spielerisches Tutorial, aber im Prinzip müsst ihr mit diesen Hilfen arbeiten. Und wenn es neue Elemente gibt, dann gibt es hier unten so ein Hilfesymbol, wie zum Beispiel jetzt zum Thema Koch. Kannst du deinen Hunger stillen und dich stärken. So, ne, wenn man halt jetzt zum Beispiel Sachen isst, wie dieses Neulingsspiegelei, dann sind wir gestärkt und können uns heilen. Und so weiter und so weiter. So. Gibt auch noch viele Besonderheiten, wie zum Beispiel die Seelen und so weiter. Aber das werde ich euch gleich erklären. Lasst uns eher mal ein bisschen kämpfen und vor allem die Quests machen. Apropos kämpfen. Ich bin eine Waldläuferin. Das heißt, wir haben einen wunderschönen, coolen Flitzebogen. Und damit können wir natürlich auf Distanz angreifen.
Unten haben wir zwei Skill-Leisten. Einmal die aktiven, klassenspezifischen Skills und einmal hier so, andere Skills, zum Beispiel abrollen. Ja, ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche, aber ich kann es halt. So, mit Doppelklick würden wir ihn angreifen und dann kann ich hier unten meine Skills benutzen, zum Beispiel den Doppelschuss. Zack, zack. Dann dazu noch den Konterschuss, damit hauen wir den Gegner etwas zurück. Und dann können wir zum Schluss noch so einen starken Schuss machen und weg. Also die Skills haben halt alle verschiedene, nicht nur Werte, sondern auch Effekte. Wie gesagt, der Konterschuss fügt dem Ziel Schaden in Höhe von 103% deines Angriffs zu und wirft es 3 Meter zurück. Das hatte ich euch gerade ja gezeigt. Und naja, und so weiter. Todesstoß fügt dem Ziel Schaden in Höhe von 238% und so weiter und so weiter. Ich erkläre euch jetzt nicht die ganzen Skills. So, was haben wir denn hier hinten? Der ist aber neu. Ziel erleidet Schaden in Höhe von 53% deines Angriffs und kanalisiert von Skills mit gelben Skillbalken. Ja, wie dem auch sei. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht so doll. Sondern wir geben unsere Skills ab und wollen Level 10 werden für Skills-Quests. Meine Güte, was ist heute los? Ist zu warm. Es wird wieder zu warm, sage ich euch. So. Et voilà. Flop. Was ich ganz cool finde, Echo of Soul arbeitet nicht mit, zumindest bisher, nicht sonderlich stark mit Instanzen. Das heißt also, diese Spielwelt ist wirklich MMO-mäßig. Das heißt, hier laufen viele andere Leute rum, die halt ihre Quests machen. Und ja. Wobei, das könnte jetzt hier gar eine Instanz sein, oder? Jetzt habe ich nämlich so drumherum gefaselt, dass das Spiel bisher wenige Instanzen hat. Und dann könnte das hier sogar eine sein. Ja, was soll's. So, unsere Quest. Ich muss mich echt zusammenreißen, ja. Sonst... Neuer Erfolg. Ja. Ja, alles annehmen. So, was müssen wir töten? Töte Lork, Knappen und Schamanen 3 Stück. Ja, ja. Questziele sind markiert. Oben seht ihr das mit so einem Marker. Da seht ihr ihn knapp über den Kopf. Und bisher waren die ganzen Quests, muss ich sagen, MMORPG typisch, also A, B, C Quests. Töte A, töte B, rede mit A, bring B zu C und so weiter und so weiter. A, B, C Quests halt. Dafür spielt es sich aber alles ganz gut und recht flüssig. Also ich kann mich bisher nicht beschweren. Zack, zack. Und tot. Jetzt. Sehr schön. So. Noch mehr davon töten. Töten, töten, töten. So ein bisschen grinden gehört dazu. Das Spiel hat nicht nur einen asiatischen Look. Es wurde auch in Asien entwickelt. Dementsprechend gibt es natürlich immer wieder diese paar Grind-Geschichten. Also wer absoluter Riesenfeind von Grinden ist, der wird wohl, glaube ich, mit Echo of Soul nicht glücklich werden. Aber ja. So. Da hinten, den töten wir auch noch. Das war gar nicht nötig, wie ich gerade sehe, denn wir sind eigentlich schon fertig. Aber wir tun's. Und zack. Der Kumpel will leider auch noch Stress. Dann soll er Stress bekommen. So, zurückschmeißen. Zack. Und Todesschuss. Und tschüss. So. So, 41 Meter. Erstatte IK-Bericht. Na, das schaffen wir. Wir könnten die guten Jungs auch noch looten. Machen wir mal. Aber auch nicht alle. Wir haben hier unten die ganzen Menüs, da werde ich euch gleich auch ein bisschen was zu erklären, weil wie gesagt, gibt es auch Besonderheiten, aber lasst uns erstmal diese Quest noch erledigen. Ich finde die Spielwelt eigentlich ganz hübsch. Ja, es ist ein Free-to-Play-Spiel, nein, es hat jetzt keinen mega fetten AAA-Look und so weiter, logischerweise, Free-to-Play, bla bla bla, aber ich finde es eigentlich ganz hübsch. Also, ich finde einfach, das hat einen Stil und ich mag den Stil. So. Du, mein Freund, bist leider tot. Jetzt bist du tot. Tut mir furchtbar leid, dir das mitteilen zu wollen, aber du bist ein Frosch und Frösche mag ich nicht. Ich finde Frösche übrigens generell, also ich liebe Tiere, ne? Aber Frösche gehören für mich so irgendwie zu den Tieren, die ich irgendwie auch so ein bisschen, nicht nur, dass die glitschig sind, ich mag die einfach nicht, wenn ich die anfasse. Mein Hund hat sich damals immer in Frösche gewühlt. Und dann war dieser ganze Frosch, der war nicht platt, der war zerfleddert. Der war komplett zerfleddert in all seine biologischen Einzelteile, weil mein Hund hat den gesehen, ist da halt draufgesprungen, hat sich dann drin gewälzt. Ich konnte ihn auch nicht mehr abrufen. Und dann hing ich halt ungelogen 3 Stunden mit dem Hund in der Badewanne und habe irgendwie versucht, diese Froschreste nach und nach rauszubekommen. Das hat jetzt nicht gerade meine Liebe zu Fröschen gut getan. Kann ich behilflich sein? So. Quest abgeben. Ah, wir sind fast Level 9.
Oder sind wir schon Level 9 und wir sind fast Level 10? Nee, wir sind Level 8. Das ist nämlich noch was, weil ich sehe hier immer so mein Level auf den ersten Blick nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das hier irgendwo angezeigt wird, aber ich habe es noch nicht gefunden. Also klar, wenn ich auf mein Charakterbild klicke, dann ja, sehe ich es und naja. Können wir mal ganz kurz ein bisschen was zu den Menüs sagen. Das hier sind natürlich unsere Statuswerte. Das ist mein Charakter. Ich kann ein Bildchen machen, ich kann das Aussehen anpassen und bla. Es gibt ein paar Items, die nur die Optik anpassen. Die kann man auch kaufen im Shop, im In-Game-Shop, den zeige ich euch auch gleich noch. Und ja, so, das ist mein Charakter und hier ist unser wunderschönes Inventar, das leider alles andere als schön sortiert ist. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich, aber was soll's. Ich habe jetzt zum Beispiel neue Stiefel und die sind auch besser als die alten, also legen wir sie an und da unten sind sie auch schon. Wir haben ein Reittier. Du kannst dieses Reittier nicht nutzen, weil dir die Lizenz fehlt. Reitlizenz erhalten. Von wegen. Et voilà. Und hier ist unser Reittierchen. Geht ja nicht ohne, ne? Ist das nicht ein schönes Ding? Und ja, man kann mir zwischen die Beine gucken. Das ist halt so. Ich habe ein Schleifchen auf meinen Höschen. Das ist ganz wichtig. So, ja, Reittierchen. Damit bin ich schneller unterwegs. Mein Gott, kennt man ja, ist jetzt auch nichts Neues. So. Klar, wir können auch Gruppen bilden, will ich aber nicht, ich spiele jetzt Solo. So, weiter mit Inventar. Ich finde es halt ein bisschen unsortiert, muss ich zugeben. Und, wir haben noch einen Begleiter. Oh, benenn deinen Begleiter. Mupu. Neuen Begleiter erhalten. Und wir haben Mupu für 6 Tage. Gut, den gab es wohl kostenlos. Freilassen? Nein, nicht freilassen. Zack, da ist unser Ameisenbär. Mupu. Ist der nicht hübsch? Ach, ist das ein hübscher Junge. Ja, das ist aber auch... So, der sammelt für uns zum Beispiel Gegenstände ein, die wir finden, beziehungsweise die gedroppt werden. Und ja. Der ist süß, der Junge. Kleiner Ameisenbär. So, weiter mit dem Inventar gibt es halt die anderen Sachen. Bla, Schuhe, Essen und so weiter und so weiter. Ich, wie gesagt, finde es ein bisschen unübersichtlich, dieses Inventar. Dann haben wir hier noch unsere Skills. Nach Berufe. Gut, ich habe noch keinen Beruf, weil ich wollte Level 10 werden. Und deswegen bleiben wir mal den Skills direkt. So, hier sehen wir die Standard-Skills, die ich mit Level 10 und 20 noch bekomme. Und hier sieht man, ich kann ab Level 10 Schützin werden. Und genau das will ich. Also die Spezialisierung möchte ich haben. Oder Bardin kann ich auch werden, aber ich bin nicht so der Supporter. Ich bin mehr der Typ, der angreift. Und deswegen will ich gerne die Schützin werden. Beziehungsweise die Skills hier haben. Ja. Ne, die Skills werden nach und nach freigeschaltet und so weiter und so weiter. Verstärken können wir sie natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zeigen kann. Hier gibt es noch Gesten. Die kenne ich gar nicht. Ich habe noch keinen einzigen Emote gemacht. Das Wichtigste zuerst. Wo ist denn Tanzen? Gibt es den? Es gibt keinen. Da, Tanzen. Da muss ich erst vom Reittier runter. Jetzt ist die Quizfrage, wie komme ich denn vom Reittier runter? Über das Inventar hoffe ich mal, ne? Ja, sehr schön. So. Ja, sehr gut. Kann man machen. Mit musikalischer Begleitung. Und Mupu guckt nur zu. Sehr schön. Ja, genau. So, das gibt's noch. Und dann haben wir hier noch Seele. Das ist ein bisschen interessanter, finde ich. Wir haben einmal den Seelenbaum. Der zeigt uns an, wie viele Seelen wir eingesammelt haben. Jedes Monster, was wir besiegen, gibt eine Seele. Und damit können wir dann unsere Seelenfragmente Hoffnung, Unschuld, Mut und Frieden aufleveln. Sage ich jetzt mal ganz blöd. Ich mache das jetzt mal vereinfacht. Und dann können wir sogenannte Seelenskills benutzen. Das sind diese hier. Und die bringen Boni. Aktuell aktiv habe ich Flamme des Mutes. Angriff wird um 16%, Angriffgeschwindigkeit und Z-Geschwindigkeit, keine Ahnung, um 15% erhöht. Erhaltene EP wird um 20% erhöht. Also das sind quasi so Skill-Boosts, wenn man so möchte. Die kann ich jetzt benutzen, tue ich auch einfach mal. Zack. Und dann ist dieser... jetzt aktiv. Das ist quasi ein Buff. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und dann machen wir jetzt mehr Schaden. Zack. So. Gut. Wir sollten mal unsere Quests weitermachen. Da sind auch noch Quests, die wir mitnehmen können. Das sollten wir auch noch tun. So. Oh, sorry. Der glaubt wohl, der hätte uns das Monster weggenommen. Okay.
Ich wollte schon okay schreiben, aber das heißt ja gar nicht, dass das hier Deutsche sind, denn das sind ja internationale Server. Ich will etwas Besonderes kochen. Ja. Ja, wir nehmen alle Quests an. Alles mitnehmen. Ich muss dich warnen. Kehre um. So. Oh, ist ein Deutscher. Wir sind ja immer nette Menschen. So. Habe ich euch das Direktnachrichtensystem auch schon gezeigt? Ist das nicht toll? So, jetzt gehen wir mal da runter und töten mal unsere Monster, die wir hier töten müssen. Wir müssen nämlich ein Log-Ei. Das hätte ich vielleicht von denen auch gerade mitnehmen können. Naja, egal. Zack. Und du bist tot, mein Freund. So, hast du ein Log-Ei dabei? Nee. Der kleine Mupu sammelt ja alles automatisch ein. Deswegen haben wir ihn ja. Ach, da ist ein Log-Ei. Oder? Nein, ist kein Log-Ei. Ist aber irgendwas anderes für die Quest. Die müssen wir trotzdem töten für die. Ich hab leider gerade ein bisschen Übersicht über meine Quests verloren, weil ich alles sinnfrei angenommen habe, aber so ist das. So bin ich in MMOs. Ich nehme alles an, verliere die Übersicht und arbeite die dann so nach und nach ab. So, erste Quest ist fertig. So, wir müssen noch so einen Rekruten töten. Dann haben wir die zweite Quest auch fertig. Und das, da werden die Log-Eier sein, denke ich mal. Das sieht nämlich so aus wie Nester. Zurück mit dir. Jetzt zurück mit dir. Und du bist tot. Ja, das sind Log-Eier. Sehr gut. Gehen wir hin, drücken wir F. Du blöde Kuh. Gehen wir hin, drücken wir F. Interagieren und sammeln das Ei auf. Voila, fertig. Und davon brauchen wir noch zwei weitere. Auch hier sind ja überall welche. Das sollte gar kein Problem geben. Wie gesagt, die Quests sind, das sind alles ABC-Quests. Also bisher habe ich noch keine besondere Quest gehabt. Was ein bisschen schade ist, aber ich habe auch damit gerechnet. Auch noch nicht reingucken konnte ich in das PvP. Das werden wir auch heute nicht machen. Das werde ich fürs Review dann vorbereiten. Wie sich das spielt. Ich mache hier erstmal alle Quests fertig. So. Töte aquatische Elementar. Meine Güte, diese Namen. So. Machen wir das. Dann haben wir nämlich alle vier Quests fertig. Vorher töten wir aber den kleinen Jungen hier. So, 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 so. Und so. Bist weg. So, wo, da hinten ist er, ne? Orange, Level 9. Das werden wir schon hinkriegen. Aber vorher töten wir auch ihn, weil der könnte adden. Was ich übrigens noch gar nicht erzählt habe, glaube ich, ne? Das pinkt. Ihr hört immer dieses Pingen. Das Pingen ist dafür da, die will mir meinen Typen klauen. Das Pingen sagt, dass ich Aggro habe, beziehungsweise dass das Monster mich fokussiert. Also wenn ich ihn jetzt angreife, pinkt das. Achtet mal drauf. Ah, vielleicht pink's gleich, weil Rose Lily ist gerade im Fokus. Ah, jetzt hat's gepinkt. Ich war im Fokus, aber sie war schon tot. So, und jetzt muss ich sie leider nochmal töten. Auch hier hört man jetzt wieder, logischerweise, wenn ich ihn jetzt angreife, fokussiert er mich, weil ich habe ihn angegriffen. Dann pinkt das instant. Achtung. Ne? Genau. Das gibt mir halt einen Signalton, ey, das Monster fokussiert dich. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, gerade wenn man mit Gruppen kämpft, dann kann ich direkt weiter sagen, ey, ich habe Aggro, das Monster fokussiert mich, beschützt mich, vor allem gut, wenn man Supporter ist. So, und jetzt können wir... Wir haben zwar kaum noch, hier... Fokus heißt das, nicht Mana, aber was soll's. Aber der macht keinen Schaden. Das kriegen wir schon hin, einmal zurück mit dir. So, Todesschuss. Wunderbar. Überhaupt kein Problem. Ich bin auch bisher, glaube ich, noch nicht gestorben. Das wollen wir auch weiterhin nicht. So, sehr gut. Haben wir das auch erledigt. Gut, alle Quests fertig. Dann bringen wir mal alle Quests weg, würde ich sagen. Und wofür haben wir ein Reittier? Flop. So, drin. Ja, wie gesagt, spielerisch relativ normal bisher, aber es macht mir Spaß, muss ich zugeben. Ich bin mal gespannt, ob es mir auch noch mit Level 30 Spaß machen wird, denn das ist so für mich die Grenze, wo ich sage, okay, mit Level 30 würde ich das Review machen. Da bin ich natürlich noch nicht im Endgame und habe auch noch nicht alles gesehen und habe nicht alles erobert und bla bla bla, aber ich finde, es reicht dann, um zumindest schon mal zu sagen, ob sich der ganze Spaß dann auch dauerhaft lohnt oder nicht. Aber so die ersten Level machen mir einfach Spaß. Und ich bin ja auch jemand, der mit Spielen keine Probleme hat, beziehungsweise MMOs kein Problem hat, die ein wenig Grinden erfordert. Wie gesagt, ich habe Lineage gespielt und Lineage war Grinden pur. Ja. So. Töte Prachtblattwache, okay, ja, nehmen wir auch an. Dann sind wir nämlich auch bald Level 10. Dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange.
Den muss ich gar nicht töten. Warum töte ich den schon wieder? Ich gehe nämlich gerade auch in die falsche Richtung. Aber egal. XP. Nehmen wir mit. So, da wollen wir hin. Da seid ihr nämlich. Habt ihr bestimmt schon gesehen, oben rechts die Übersichtskarte. Könnt reinzoomen, könnt rauszoomen. Ist jetzt nicht die schönste Übersichtskarte auf dieser MMO-Welt, aber mein Gott, sie erfüllt ihren Zweck. Zack. Zack. Du bist tot. Und du da hinten, du stirbst auch. Und du bist auch tot. Sehr schön. So. Endlich alles. 3000 XP kriegen wir dafür. Ah, gut, okay. Ich glaube, aber so Level 10 erreichen wir jetzt nicht mehr für die Spezialisierung. Das dauert dann doch noch ein bisschen zu lang. Also übrigens so, wenn man sich jeden Tag einloggt, kriegt man eine Belohnung. Und auch eine kleine XP-Belohnung, beziehungsweise eine Level-Belohnung. Also nicht, man kriegt nicht XP, sondern man kann dann ein wenig schneller leveln. Das soll halt bringen, dass ihr euch jeden Tag auch einloggt. Finde ich eine nette Idee, gerade bei Free-to-Play-MMOs, dass man belohnt wird, wenn man jeden Tag eingeloggt wird. Macht ja zum Beispiel ein Smite auch nicht anders. Gut, ist kein MMO-RPG, aber ein MOBA-Spiel. Ja, finde ich immer ganz nett. So, wir gehen mal die Quests noch ab. Und dann würde ich sagen, reicht das auch grundsätzlich. So, wie man hört, es hat zweimal gepinkt. Das heißt, ich habe zwei böse... Das gefällt mir gerade nicht. Du, mein Freund, auch nicht, ne? Du auch nicht. So. Geben die Quest halt noch ab und dann gucken wir einmal noch in den Shop rein. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Aber erstmal die Quests abgeben, bevor ich das vergesse. Bam, badam, 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 badam. Badam, badam, badam. So. Du musst dich warnen. Kehre um. Du musst mich warnen. Ich soll umkehren. Nein. Kannst du behilflich sein? Wie gesagt, bisher alles vertont. Gefällt mir ganz gut. So habe ich etwas Neues. Oh, wir haben mehrere neue Sachen. Alles, was hier blinkt, ist neu. Oder zusätzlich gekommen. Einmal haben wir einen besseren Bogen. Immer gut. Sonderlich hübsch ist der jetzt allerdings nicht. Und eine Kapuze. Die wir aber gar nicht aufsetzen können. Die werden einfach nur so rübergelegt. Schade. Naja. So. Gut. Ich zeige euch jetzt einmal noch ganz kurz den Store, denn ein Free-to-Play-Spiel finanziert sich wie? Richtig. Über einen In-Game-Store. Der ist hier unten rechts. Der ist halt auf mehrere Sachen. Extras, Mode, Kopfschmuck, Kopfschmuck 2, Extras, also weitere Extras, Luxus-Item und Reittier-Begleiter limitiert oder beschränkt oder ausgelegt, wie auch immer. Ich habe bisher hier noch kein Item gesehen, was wirklich einen immensen Vorteil gibt im Sinne des Spielerischen. Klar, es gibt zum Beispiel unter, gucken wir mal, Extra 2, glaube ich, war das, oder Luxus-Item? Ja. Gab es zum Beispiel eine Geschichte, wo man mehr XP und mehr Gold bekommt, wenn man Monster tötet? Okay, bla, Zeitersparnis kann man machen. Hier sind zum Beispiel Gebietslautsprecher. Die kann man halt kaufen für 19 AP, heißt das. Damit können wir eine Nachricht quasi ans ganze Gebiet schicken oder sogar eine Nachricht an den ganzen Server schicken. Das ist ganz cool für, naja, Gilden oder leider derzeit für Goldverkäufer. Was haben wir noch? Ferntresor, ruft für 15 Minuten einen Tresorverwalter herbei. Ja, kostet auch 19 AP und so weiter und so weiter. Die APs könnt ihr natürlich einkaufen. 1000 APs sind etwa 10 Euro. Das heißt also, 100 APs sind 1 Euro. Das heißt, andersrum, zum Beispiel dieser Lautsprecher kostet uns 19 Cent oder 49 Cent. So, dann gibt es noch eine neue oder eine bessere Beuteltasche. Das ist so als Luxus-Items. Reittierbegleiter haben wir hier zum Beispiel diesen lustigen kleinen Lemuren. Der kostet uns 399 AP, also 4 Euro für 30 Tage. Und ja, ne? Also auch diese typischen Sachen, die es ja auch bei den anderen Spielen gibt. Der ist süß. Hihi, so ein kleiner Hase. Ein Reittier gibt es auch. Kostet billige 30 Euro für immer. Also den behalten wir dann auch. Aber halt 30 Tacken. Wer es bezahlen möchte. Wer es bezahlen möchte. Ja, Mode gibt es natürlich auch, aber Mode sagt es schon ganz klar. Das sind Mode-Items. Wir müssen ganz kurz hier resetten. So. Ne? Für alle verschiedene Klassen. Hier Hüterin, Schurke und so weiter. Können wir die Hüterin-Sachen uns angucken. Ne? Das ist die Hüterin. Jetzt sehe ich übrigens, es gab 5 Klassen. Ich war vorhin richtig.
So, Schurke. Wen es interessiert. Oder hier auch noch den. Zack. Dann haben wir noch für den Krieger zwei Outfits. Das hier ist relativ unspektakulär. Das hier wiederum kann was, optisch. Dann haben wir noch die Magierin. Zack und zack. Und natürlich, jetzt kommen wir, die Waldläuferin. Set 1. Optisch ganz nett. Set 2, optisch nicht so. Optisch ist das hier ganz cool. Nummer 3, ja. Und dann haben wir natürlich auch noch Kopfschmuck. So, mal hier, zack, zum Beispiel diesen Polizeihelm. Polizeimütze, pardon. Oder für uns so einen schönen Helm. Der kann allerdings auch nichts. Ist alles nur Optik, aber ist ja auch okay so. Und dann gibt es hier zum Beispiel noch eine Sonnenbrille, wenn man Bock hat. Auch die kann nichts. Soll halt einfach nur in Anführungszeichen cool aussehen. Dann ist hier unten oben unter Shop noch Geschenke, Events und Verlauf. Das ist natürlich der Kaufverlauf. Events habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und Geschenke ist klar, wenn man mal Geschenke bekommt. Ja, das ist so ein kleiner Einblick zu oder in Echo of Soul gewesen. Ich finde es, wie gesagt, bisher eigentlich ganz nett. Macht mir Spaß, zumindest die ersten 10 Level. Mal gucken, ob das auch so weiter sein wird. Ich kann nur nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu spielen, denn fürs Review werde ich weiterspielen, dann könnt ihr Faye Ariana suchen, adden und hinzufügen, wie auch immer, in eurer Freundesliste. Ich werde auch, glaube ich, nochmal eine Gilde machen oder einer join, mal gucken. Vor allem für die großen Dungeons brauchen wir ja mehrere. Auf dem Server Requiem spiele ich. Da könnt ihr dann einfach joinen, wenn ihr Echo of Soul schon spielt. Und wenn ihr Echo of Soul noch nicht spielt, dann wäre es cool, wenn ihr euch über den Link unten in der Beschreibung anmeldet und dann dem Abenteuer joint. Oder so. Gut, das wäre es erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns spätestens zum Relaunch am 1. Juli. Bis dahin sage ich mal, ja, ne? Kann man machen.